Nochmals guten Abend beim Sport. Die Volksbefragung für eine Olympia-Bewerbung in Kärnten und Salzburg endete heute im Führersturm Graz einen überlegenen 6:0-Sieg gegen Lustenau. Das Bestschießen begeisterte die Grazer Fans und nach der Partie durften die Spieler ihr gelungenes Fußballfest ausgelassen feiern. Ein Tänzchen in Ehren kann keiner verwehren. Dieser alte Spruch, der gilt vor allem nach einem klaren 6:0-Erfolg. Und 13.000 Zuschauer sahen einen groß aufspielenden Tabellenführer. Es beginnt schon nach nur 200 Spielsekunden. Mario Haas mit ersten Chance, abgefälscht von Lipa, das 1:0. Und in dieser Tonart geht es weiter. 9 Minuten später, Ivica Vastic zeigt sich von seiner besten Seite, 2:0. Und dann dauert es genau 60 Sekunden. Nach einem Abwehrfehler der Lustenauer bereits das 3:0. Innerhalb einer Viertelstunde also die klare Vorentscheidung. Ein wunderschönes Tor von Hannes Reinmeier. Hier hebt er den Ball über Tormann Martin Unger. Und das verleiht auch bei Präsident Kartnick besondere Ovationen. Ja, ich bin froh, dass jetzt das so wieder in Form bin. Ich habe eigentlich gedacht, nach der Krankheit wird es ein bisschen schwieriger werden, aber es geht eigentlich ganz gut weiter. Und ich muss sagen, die Mannschaft unterstützt an jeden Einzelnen und das ist wichtig. Und Hannes Reinmeier setzt dann gleich noch einen drauf. Das 4:0. Zweifacher Torschütze Hannes Reinmeier, der wieder für das Nationalteam von Herbert Prohaska nominiert wurde. Der frühere Sturmspieler Richie Bettmer macht hier einen Fehler. Reinmeier kennt die Situation und 4:0. Der Stand nach den ersten 45 Minuten und auch AEK Athen Trainer wirkt ein bisschen nachdenklich. Nach Seitenwechsel dann Roman Melich mit seinem großen Auftritt. Nach einigen guten Schüssen erzielt auch er sein Tor, worüber er sich ganz besonders freut. Und er erklärt zweifellos den Umstand, warum man nicht immer über 90 Minuten volles Tempo spielen kann. Vielleicht wird man jetzt dann unser etwas schon gang eingestellte zweite Halbzeit gegen Nikosia verstehen, weil wir haben heute den Fans, glaube ich, herrlichen Offensivfußball gezeigt und das ist eben nur möglich, wenn man voll bei Kräften ist und wir haben das oft genug betont und hoffentlich begreifen es jetzt einmal alle anderen auch, dass wir nicht jede Woche zweimal oder dreimal sogar die Woche 100% auf Angriff immer spielen können, sondern wir müssen uns die Kräfte sehr wohl einteilen, weil wir haben alle, glaube ich, da in der Steiermark ein gemeinsames Ziel, das ist zum ersten Mal den Meistertitel nach Graz zu holen und da müssen wir sehr gescheit sein und nicht durch irgendeine Dummheit da Fehler begehen und dann die Meisterschaft deswegen nicht gewinnen können. Für den Schlusspunkt sorgt Ivica Vastic mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Damit übernimmt er auch wieder Platz 1 in der Torschützenliste. Sturm gewinnt gegen Lustenau glatt mit 6:0. Und dieses klare Resultat muss auch Lustenau-Trainer Edi Stöhr akzeptieren. Wir sind insgesamt gesehen sicher mit dem 6:0 selbst noch gut bedient. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir sind Austria Lustenau, wir sind Aufsteiger, spielen bei Meisterschaftsfavoriten und unser einziges Ziel kann nur sein, und spätestens nach diesem Spiel hat sicher jeder verstanden, der 9. Platz. In der Tabelle hat Sturm damit wieder 7 Punkte Vorsprung auf den GAK und bereits 9 Punkte auf die Wien Austria. Lustenau ist 9. Österreichs Frauenfußballteam bestritt heute bereits das 30. Ländermatch. Die Slowakei verpatzte aber mit einem 2:0-Sieg in Neulenkbach den Österreicherinnen so richtig die Jubiläumsfreude.